So, heute zeige ich euch, wie man eine Jalousie anbringen kann. Dazu habe ich ja schon im Unboxing-Video die einzelnen Teile gezeigt. Das Teil hier kommt nachher an die Seiten. Da ist es schon dran, wie ihr seht. So, sieht das dann aus. Und wir werden es jetzt in die Wand reinmontieren. Das heißt, diese Teile hier werden dann mit zwei Schrauben und zwei Dübeln an die Wand gebracht über das Fenster. So, das heißt, wir werden jetzt ausmessen. 1 Meter breit ist das Teil, dass das mittig hängt über den einen Fenster. Und dann werden wir rechts und links diese Teile an die Wand bringen, um danach die Jalousie selber daran zu befestigen. Dazu brauchen wir Werkzeug, einen 5er Bohrer. Wir brauchen 4 5er Dübel und 4 von den mitgelieferten Schrauben. Auf geht's! So, jetzt stehe ich hier auf einem Podest und wir werden das jetzt mal anhalten. Wir haben die Teile schon dran gemacht, wie ihr hier seht. Und wir holen es jetzt und werden es mal über den Rahmen von unseren Fenstern hinpacken. So, jetzt sehen wir, das ist schon mal ein bisschen höher. Noch höher, noch höher, noch höher. Na, stopp, ein bisschen runter. So, ihr habt schon gesehen, dass ich es da angezeichnet hatte. Das geht jetzt einhandig nämlich nicht so gut. Aber wie ihr seht, haben wir es jetzt schon mal dran gehalten, damit die Funktionsweise klar wird. Wir haben es dran gehalten. Ich habe es dann markiert mit einem Bleistift. So, und bin nochmal hingegangen und habe die Wasserwaage draufgelegt. So, ist ausgerichtet, dass es gerade ist. Und dann auf der anderen Seite auch gezeichnet. Und jetzt wissen wir, wo unsere Teile hin müssen. Okay? So, also dranhalten. Diese Dinger sind zum Einstellen später. Und diese hier zum Aufhellen. Das heißt, das kommt in die Wohnung rein und muss so rum montiert werden. So, jetzt nehmen wir uns dieses Halteteil. Das haben wir jetzt von der Jalousie abgemacht. Wir hatten uns ja vorher das schon angezeichnet hier, das Äußere. Und halten es nun genauso, wie wir es angezeichnet haben, da dran. Und können dann, wie ihr seht, dort 2 Punkte setzen. Da kommen gleich unsere Bohrungen rein, hier und hier. Und dann halten wir es wieder dran und werden es verschrauben. Das hält unsere Jalousie nämlich dann am richtigen Ort. So, wie ihr seht, habe ich jetzt 2-mal gebohrt. Ich kann es euch leider nicht live zeigen, weil es einfach zu hoch hier an der Decke ist. Und jetzt kommen unsere 5er Dübel da rein, die gleich unsere Schrauben halten werden. Davon machen wir natürlich 2 rein. Nicht falsch rum, sondern richtig rum. So, da sind sie drin. Okay, jetzt kommt das. Und wir halten es dran und werden jetzt genau bei den Löchern unsere Schrauben reindrehen. Da geht's lang. So sieht das dann aus. Jetzt müssen wir die nur noch festschrauben. Und dann sollten die auch unsere Jalousie halten. So. Schaut immer, dass ihr ungefähr mit eurem ausgemessenen Platz auskommt. Und zieht sie gleichmäßig an. Einmal oben, einmal unten. Und dann sind die Dinger auch gleich schon an der Wand. Super duper. So, jetzt haben wir ja die erste Seite fertig und dran, wie ihr seht. Jetzt gehen wir in die Mitte, beziehungsweise nach rechts. Und haben das gleiche Prozedere nochmal gemacht. So, wir haben das Teil genommen, haben es dran gehalten. Haben die Löcher vorgezeichnet, wie ihr jetzt durch die Löcher sehen könnt. Ne? Da vorgezeichnet, da dran gehalten. Danach vorgezeichnet. Jetzt machen wir hier nochmal 2 Löcher, damit das dann dort hinten, wo mein Finger ist, bis hier dann festgehalten wird und dann mit dem Käppchen abgeschlossen. So, gleiches Prozedere. Ich habe 2 5er Löcher gebohrt und jetzt kommen die Dübel rein. Dübel Nummer 1 hinein in die Wand. Dübel Nummer 2 hinein in die Wand. Oh, der muss noch ein bisschen rein. Wenn er nicht direkt rein will, nehmen wir einen Hammer und dann ist er drin, wie ihr seht. Ganz easy und chillig. So, nun ist es auch verschraubt, wie ihr seht. Jetzt haben wir rechts was. Und links was, wo wir jetzt unser Rollo reinhängen. So, jetzt sind wir hier und haben das Rollo an der Hand. Jetzt werden wir es erstmal dort reinschieben. So, da ist es drin. Jetzt kommen wir von der anderen Seite und schieben es auch rein. So, jetzt seht ihr, ist es schon mal in der Führung drin. Auf beiden Seiten hat es also funktioniert, wie ihr seht.
Und jetzt kommen diese Plättchen davor, weil es würde ja ansonsten rausfliegen. Und die müsst ihr jetzt davor hereinhalten und hereinschieben. So, und jetzt ist das Rollo fest, verbunden mit diesem Kasten. Und der Kasten ist ja an der Wand dran. Das gleiche könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr hier Deckenmontage macht, dann müssen hier die Schrauben durch. Ne? Da könnt ihr sogar dickere nehmen und hier vier sogar insgesamt. So, fertig, fast fertig. Wir müssen noch aufmachen. So, wie ihr seht, hängt jetzt unser Teil. Jetzt noch kurz erklären, da oben ist ein Mechanismus drin. Hoffentlich sieht man das so gut. Wenn ihr jetzt nach rechts zieht, dann wird es gestoppt. Wenn ihr jetzt nach links zieht, habt ihr es gesehen, geht es auf und ihr könnt, wenn ihr jetzt das Schnur loslasst ein Stück, dann kommt es nämlich runter. Ja, gleichmäßig. So, ja, mit dem, es funktioniert, ja, sehr gut. Das ist der erste Versuch hier, wie ihr seht. So, wenn wir es jetzt wieder hochziehen wollen, nehmt ihr das einfach und zieht es hoch, gleichmäßig dran ziehen. Und wenn ihr es dann, wenn ihr jetzt sozusagen nicht mehr weiter wollt, könnt ihr es nach, was war das jetzt? Nach rechts. Ah, genau, nach rechts. Also nach links ist auf, geht runter. Wenn ihr es nach rechts haltet, bleibt stehen. Seht ihr? Jetzt habe ich keinen Zug mehr dran. Links geht es wieder runter. Hier ist Pferd. Rechts bleibt stehen. Ihr könnt also auch variieren zwischen hoch und runter. Jetzt lassen wir es mal ganz nach unten. Hopp. Bis dahin. So, und jetzt haben wir ein schönes Rollo hier, was man mit nach rechts blockiert und mit links aufmacht. Das müsst ihr euch merken, da oben ist so ein kleiner Mechanismus drin. Jetzt kommt dieser Stab zum Einsatz. Ihr seht, hier oben ist ein Loch drin. Sieht man das? Ja, da ist das Loch. Da ist das Loch. Dieses Loch kommt hier oben, da kommt das rein. So, das heißt, wir nehmen jetzt den Stab und setzen ihn hier an dieses Teil dran. Wupp. Und so ist es drin. Und jetzt das Geile ist, wenn ihr daran dreht, schaut auf das Rollo, ich drehe dran, dann verstellt ihr die Neigung des Rollos. Entweder nach oben, jetzt drehe ich nach rechts, es ist wieder auf und wieder zu. Jetzt könnt ihr so verstellen, dass ihr keine Sonne rein, oder ein bisschen Sonne reinlasst, so. Volle Sonne reinlassen, ist gerade ausrichten und wenn ihr es dann nach oben kippt, dann ist absolute Dunkelheit. Wirklich sehr intelligent gemacht, nur wirklich ein bisschen aufwendig zu installieren. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.